So, Freunde. Das ist die Michelle. Wir sind hier gerade irgend so einen kleinen Rastplatz. Ist auch kein Schlimmer, wie der heißt. Aber was am geilsten ist. Hannover. Okay, man sieht's nicht. Aber da ist ein richtig geiles Schild für den Reinigungsservice. Da haben wir den Johann. Der fickt gerne Nutten im Arsch. Nee, das stimmt nicht. Da haben wir den Pascal. Guten Tag. Guten Tag. Irgendwas sagen? Ja. Ja, na hau raus. Ach so, uninteressant. Da ist der Clemens. Da ist der Clemens. Guten Tag, Clemens. Sei gegrüßt. Ja. Möchte der Landvogt irgendwas sagen? Nein, der Landvogt hat auch nichts zu sagen. Der Landvogt nichts? Hat gesprochen. Ja, genau. Ist, ja, der ist noch gar nicht da. Da ist der Nuttenficker wieder. Zweimal schon. Gay. Schwuchtel. Sag ich immer wieder. Machst du nicht. Was ist die Michelle? Ja, ich ficke keinen Nutten. Kriegen wir alle nochmal irgendwie? Kriegen wir alle nochmal so irgendwie drauf? Ja, bis auf Clemens. Clemens, geh mal weiter zu Pascal. Ja. Schwuchtel ein bisschen an. Schwuchtel mal Pascal an. Lauf ich hier. Gott, ey. Mach mal. Nein. Sonst krieg ich dich nicht drauf. Egal. Mach ich das extra nochmal so. Ja, hast du jetzt davon? So. Da geht gerade einer aufs Klo. Bitte schön. Das sind unsere Fressalien hier. Ja, ganz gut mal. Hier, 30 Liter. Da. Was? Was? Wir hören gerade fast Höhesmucke. Richtig möchte gern Gangster. Das sind irgendwelche Wichser. Die kommen aus MZ. Schon Mainz oder so. Wo ist ein MZ? Ich denke mal Mainz. Denke ich mal, weiß ich nicht. Naja, wir fahren mal weiter. Wir haben noch. Was haben wir denn noch? Wir haben 76 Kilometer. Ne, 84 Kilometer, 49 Minuten. Wir sind dann um 9 Uhr wegen Parkplatz 38 da. Was sagst du? Wegen Parkplatz wirst du früher da sein. Und ach, so geiler Tee, was da drin ist. Da schwimmt Krümelzeugs rum. Oh, der kommt vom Pissen wieder. Schwimmt erleichtert. Richtig Topmodel, wie man ran wird dann. Das war's für Johann. Johann schickt sowas gerne. Das Handy waschen. Keine Antwort. Also ist ja unfreundlich. Okay, Leute. Ja, wir sind hier gerade in Heidepark-Soltau und es regnet. Es regnet. Und es regnet wirklich beschissen dolle. Und naja, wir müssen nach da, wir gehen gerade komplett falsch, aber scheiß drauf. Was soll's, wir haben ja Zeit. Der ist ja gerade am schönen Fressen. Der kachelt uns bald ein Auto um. Und wir melden uns dann wieder, wenn wir tot sind. Ja, wir sind jetzt im Heidepark. Der Landvogt. Der Landvogt, der spricht gerade. Da sind sie, die beiden. Die beiden Schmuffen. Da ist der Landvogt 1.0. Der Russe, der... Der geht auf Toilette. Der Russe kommt, ist egal wo er ist, erstmal pissen gehen. Da oben ist er. Scheißegal, erstmal. Immer schön. Wege Nummer 1, 2 Johann. Hier ist die Landkarte. Erst wird gepisst. Oh, wo ist der Schatz drauf? Wo ist der Schatz? Da ist die Landkarte. Ja, hier. Schön alles Scheiße. High. Schön alles High. Alles da unten. Ja. Oh, oh geil. Ja. Oh, geil. Das ist geil. Oh, geil. Ja, geil. Ja, das Wetter, naja, es geht jetzt. Momentan regnet es nicht mehr ganz so dolle. Voll angelegt, ey. Gruselig! Ja, wir warten jetzt auf den Russen, bis er wieder pissen fertig ist. Aber nein, was willst du machen? Der Russe, der ist halt. Russe! Da kann ich alles sagen.
Darf ich auch mal die Kamera haben? So. Wir sind hier einmal auf einer neuen Wetterstation. Wir haben es hier bestimmt mindestens 15 Grad. Hier sehen Sie ein paar Affen. Was denn? Ach, ein paar. Vor allem ein paar. Da geht ja voll auf, Alter. Da rastet ihr völlig aus. Ein paar Affen. Ja, wir melden uns dann wieder, wenn wir irgendwo drin sind. Irgendwo sind, keine Ahnung. Kolossos, meine Damen und Herren. Johann, der ist geil. Er hat mir einen Ständer. So wollte sie direkt nicht sagen, aber ist das richtig? Ist das richtig, sag ich doch. Meine Damen und Herren, so hoch, Alter. Würde ich sagen, bevor wir das Harte machen, gehen wir erstmal ins Weichere. Ja, in die Grube. Wo ist denn der Willkottenwitz? Der ist jetzt auch schon so. Wir dringen erstmal ins Weiche ein. Bevor es ins Harte reingeht. Mal gucken, wo der Kottenwitz ist. Also, wo ist der? Ist sie? Nee, hier vorne runter jetzt. Ach ja, hier vorne runter schon. Glaube ich. Alter, was ist das für ein Scheißding da hinten? Ja. Bist du behindert? Das ist ein Lupix, du Kranke. Nee, ich fahr nur vor mit, ich war das Kranke. Du fährst die Lupix-Scheiße mit, aber kein Holz an. Du bist richtig krank, bist du. Und eine Scheiße. Oh, geil. Ich bin letztes Mal gefahren, ich hab nicht mal geschrien. Ja, schön, ich hab nur geschrien. Wo müssen wir rein? Hier rein oder was? Ja, Kottenwitz. Kottenwitz. Achtung, Kinder unter 4 Jahren nicht erlaubt. Kolossos, meine Damen und Herren. So, wir tun es uns wirklich an. Wir werden bald da oben sein. Aber wir haben die anderen verloren und wir wissen nicht, wo sie sind. Kasson. Ich mache mich auch mal bei den Ständen bestimmt oben, oder? Wahrscheinlich. Welche ist so geile Mucke? Wo denn? Da, ja, Michel, Johann. Wo denn? Der hässliche Mutter kenne ich sofort. Da, in grün. Hinter dem Frau und Mann. Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt sind sie stehen in dem. Oder wo sind sie stehen? Aber beim Stand da. Aber ist ein Riesenteddy. Ich hab auch mal hingehört, weil ich bin so oft kein Warten. Was kann. Wo muss man Hosen werfen? Ich glaube, man muss da die Ringe rummachen. Na, wollt ihr das machen oder was? Was denn? Was mussten wir machen? Hier, du musst in die Reise kommen und dann in den Eimer. Aha. Man muss genau in die Oberkante. Wir sind alle gespannt auf Pascal. Ja. Wenn die Bahn hätte ruhig schneller rein können. Du brüllst irgendwie so ein Affe. Ja, weil du hinter mir warst. Die Angst zu machen. Oh, Pascal, dann Attacke. Zwei Bälle, das ist richtig viel Blut dran. Ja, mit Blut hat das anscheinend nichts zu tun, weil der Typ kann es ja. Schwer. Weil er die Technik raus hat. Das ist ziemlich schwierig.
Ah, geht. Ja, ich bin auch zu warm. Der kommt. Komm. So. Oben kommt wieder so was. Ja. Also wirklich mit drei. Kurz bevor du wieder das machst, Fingerspitze. Damit du diesen drei. Dollar. Was ist denn jetzt so? Also? Noch einmal? Ja, jetzt hab ich es gerafft. Ja? Ein bisschen mehr Wert, wo kann man 10 Euro oder? Ja, wenn sie mehr als ich. Aber gut. Cool. Ja, war doch. Das ist weiß. Du hast da drüber. Du warst da drüber. Da drüber, ja. Ah, da drüber, ja. Noch einmal? Nee. Habt ihr gesehen, ne? Mhm. Ja, aber. Pascal, was sagst du zu deiner Niederlage? Das war Betrug. Jetzt hab Zocker. Betrug? Na, Betrug kannst du ja nicht sagen. Er hat es ja vorher gemacht. Er hat es ja vorher gemacht. Guten Tag, ich melde mich gerade vom Kolossus wieder. Nee. Der Clemens, der ja, war auch mit? Ja. Alter, Sonne, Scheiße. Alter, könnt ihr heftig, ey. Oh Gott. Digga! Du heizt Maul, du scheiß Russe, du. Ey, doch, hast du gar nicht getraut, Mann. Ich darf nicht. Da hoch. Und dann da hinten da runter. Da hinten runter und da nochmal hoch und dann leck mich am Arsch. Ich brauche erstmal einen Kaffee, sonst ich spüre meine Beine nicht mehr, die sind volle Kanne am Zittern und peace. Ich denke, die ist auch so. Alter, bitte die Idee. Mein Essen. Schönen guten Tag. Ich, weg. Ich möchte gerne Rudi vorstellen. Das ist Rudi, die Ente. Ente kannst du mich hingehen, der tut ja nichts. Das sage ich dir. Dann esse ich dich drauf. Mach dir mal keine Sorgen. Ich weiß, was soll das hier Ente machen? Rudi. Ich will jetzt mal essen. Dann mach das schon mal.
heute auch mit von mir. Wir laufen jetzt seit ungefähr, keine Ahnung, wie viele Stunden hier durch die Gegend. Ja, es ist doch schon. Es ist scheiße warm geworden. Und auch schon der beschissene Russe, der rennt Kilometer weiter vorne, könnte sowas in die Fresse boxen. Da ist er. Der dämliche Russe. Wir können alle nicht mehr. Haben uns mittlerweile schon ausgezogen. Also, naja, ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist was für Johann. Fährt aber gerne mit. Wir gehen jetzt zum Mountain Rafting oder wie der Schrott noch heißt. Damit wir erstmal schon wieder feucht werden. Und ja. Das Creme jetzt wieder schön ins Gesicht gespritzt wird. Steht da drauf. Und dann sehen wir uns da wieder. Wir haben es jetzt mittlerweile kurz vor vier. Der Johann schon wieder am Fressen. Das Einzige, was er den ganzen Tag machen tut, ist nur fressen. Guckt euch das an. Würde ich auch ernähren. Ernähren? Du frisst den ganzen Tag? Ich bin Fußballer. Fußballer essen viel. Und deine Salami-Box? Zeig mal deine Salami-Box. Das muss man sich mal reinziehen. So ein komplettes Ding. Das schafft nur der Russe. Da ist eine Pfeife. Du meinst wohl der Führer. Der Führer. Ja, wir sind es mittlerweile seit 6 Stunden hier, haben keinen Bock mehr. André, ich bin der neue Putti. Nein. 4,99 €. Wir sind rein, ne? Hä? Nein, ne? Wir haben keinen Bock mehr. Oh, wo ist das? Dann ist es weg, ne? Ja. Mal gucken, vielleicht hauen wir bald ab. Hä? Bringt nichts mehr. Nichts für das Schiffschaukel. Und dazu wollen wir Johann noch mal zu kotzen bringen. Schiffschaukel auch noch. Der Johann, der sucht seine Schiffschaukel. Er sucht eine Schiffschaukel. Nur leider haben wir keine gefunden. Das haben wir gesehen oder nicht? Wer weiß, was er gesehen hat. Er hat's doch gesagt. Wahrscheinlich hat er davon erzählt, als er kotzen musste. Nee. Keine Ahnung. Der Johann, Nahrung für 3 Tage. Clemens am Saufen. Eindeutig nicht ganz dicht, der Vogel. Doch. Soll noch Spaß machen. Kein Bock mehr. Wir haben es jetzt mittlerweile kurz vor 4. Der Johann ist wieder am Fressen. Soll ich nehmen? Raus. Die Schnauze, fängst du eine. Von dir noch was. Stimmung ist ein Tiefpunkt. Bei gewisser Seite die Stimmung kippen. Ja, ich werde da kotzen. So richtig kotzen. Da können wir doch nochmal fahren. Ich kotze nicht über eine Wand voll. Ich kotze dir die Ohren mit an, Alter. Wie ich schon habe. Dann merkt man das sowieso. Ausgang ist rechts. Jo, jetzt ist die Stimmung komplett im Tiefpunkt. Jetzt haben wir es erreicht, jetzt ist es Zeitpunkt abzauen. Wildwasserbahn ist da, ne? Ist ja nur eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Warum filmst du schon wieder? Weil das jetzt unser Ausgang ist. Die Abschiedstour. Der Landvogt macht die Abschiedstour. Unglaublich. Landvogt 1.0. Und 2.0. Ja, du bist Landvogt 2.0. Ja, genau, ich würde sagen.
muss auf Fußball gucken. So, wir werden uns jetzt mal langsam Richtung Ausgang bewegen. Dann guck mal, ich wollte immer kotzen. Leute, wie spät ist denn das? Halb fünf, fünf oder so warte, mittlerweile gucke, schon. Warte, ich gucke. Landfunk 1.0 guckt. Warte, Landfunk 1.0. 17.10 Uhr. 17.10 Uhr, der Landfunk 1.0 hat gesprochen. Unglaublich, ey. Landfunk 1.0 hat gesprochen. 17.10 Uhr, 50 Minuten macht der Vorführer zu. Hey, nur die Verfügung schafft jetzt. Und ja, anderthalb Stunden fahren, ist doch geil, bitte mehr. Tiefpunkt, total am Arsch. Der Rosse, das ist hässlich. Das war schon immer, das ist ja kein Wunder. Das war schon immer hässlich. Das ist nichts Neues bei ihm. Guck in die Albersmischer rein. Oh, da toll, jetzt. Oh, weißt du? Jetzt haben wir es echt vorgeschlagen. Ich glaube, ich bin nicht reingegangen. 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 Nee, jetzt. Jetzt will ich alles voll kotzen. Da würde ich immer voll voll reinigen. Da würde ich schon runtergehen, Alter. Dann ist die Zahl da. Das sag ich dir. Wie ich die Hand geht dann runter. Aber ich bin um die Frage auf mal. Du kotzen. Mann, der Teddy war gar nicht da, der Große. Der war hier, der Kuschel, der wo mein Mensch drin ist. Schau da, geh doch. Landpunkt 1.0 sagt, ab nach Hause. Ja, du musst immer auf Toilette, schon mal gemerkt. Muss ja scheißen oder muss ja wichsen. Colin will irgendwas zum Fressen holen oder muss pissen? Ja, voll unlogisch. Der ist schon verschopft, der Typ. Da drückt er auf deine Augen. Aber volle Kanne. Boah, der hässliche Typ geht auf Toilette. Unglaublich. Eine Weltgeschichte. Die anderen beiden sind selten irgendwo und unterhalten sich. Lieber Landvogt, gehen durch die Innenstadt oder durch die City. Oh. Die Landvogt. Yeah! Ende, wir hätten so machen müssen. Wir hätten so machen müssen eigentlich. Naja. Bis da hoch. Das hätte das man dann nicht mehr den Thesaurus, sondern den anderen Swing. Ja. Einfach auf andere Warten. Sind dann hoch. Da sind sie. Ja, das ist schon gezaubert. Ich hab jetzt deine. Der Russe ist pinkeln, wie immer. Du musst das mal auf die Alte ziehen. Komm, wir gehen trotzdem zum Auto. Ja, nach Becher. Er muss ja Druck loswerden. Die Landvogts bewegen sich jetzt langsam Richtung Auto. Es war ein sehr anstrengender Tag. Morgens bin ich für mich nicht anstrengend. Morgen über die Füße da oben. Da ist der ADAC-Platz, warum auch immer. Gibt's Tickets? Nicht mehr? Nicht mehr, hab ich zu. Das ist alles ja zu Hause. Schon Feierabend, die Schweine. Hoffentlich fehlen wir das Auto wieder. Wann? Wann denn? Ach gut, das weiß ich. Das weiß ich, ja. Das weiß ich auch. Ja. Mich nicht. Weiß ich noch. Weiß ich noch. Ich kann mich noch erinnern. Oh, das sind nur Teilausschnitte, die ich noch weiß. Um meine Worte. Ich weiß nicht mehr alles. Nur manches weiß ich. Aber das da halt erinnere ich mich dran. Das weiß ich nicht. Aber sehr, wirklich sehr tief. Tiefgründig. Sehr, sehr tief. Ja, wie oft wird das überhaupt tief noch sagen? Ja, so oft wie es geht. So tief geht es gar nicht. Doch, es geht immer noch tiefer. Zum Sinken, ja. Wo ist unser Auto?
Kamera findet das Auto jetzt. Ich tue nicht, wo das ist. Keine Ahnung, wo steht's hier? Auto meldet dich, mach mal. Das Ärgerliche ist, dass es so viele Rote gibt. Auto meldet dich, mach wuff. Miau! Mach doch mal miau. Miau! Guck mal, wir können auch ein anderes Auto nehmen. Guck mal da. Schön Porsche. Nehmen die Karre hier. Oh ja, das ist ein Amarok. Amarok, das ist von Volkswagen. Das ist gut. Der hat gerade mal wieder gesprochen. Doch, das sind wir schon da. Mission gescheitert. Ich hab sie gefunden. Ich nicht. Hat der gute Auge, muss man sagen. Denkst du, die wollen keine Leute auch? Nö. Die wollen scheiße. Die wollen nichts, die immer einfach bitte. Das dauert so mal 3 Jahre jetzt, oder? Ja, okay, vielleicht dauert das nicht, braucht 5 Minuten. Mal wieder mehr für. Okay, ich hab's auch nicht gefunden. Ich muss aber irgendwo stehen, auch hier. Ja, nee, hier sind wir auch immer ausgeschrieben. Da ist aber ein Stück weiter hinten doch noch. Noch weiter. Hier, guck mal, da vorne. Hä? Da vorne. In der Mitte da. Nee, hier ist ein neueres. Ärgerlich wäre es, wenn wir jetzt, wenn Jonas es vor uns findet. Aber es war auf dem Parkplatz hier, ja? Also mehr gibt's ja nicht. Ich weiß, dass einer aus Cuxhaven kommt, das weiß ich. Ich hab's gefunden. Clemens! Schatz. Clemens! Ja! Komm her! Ja! Trottel. Gerade jetzt passend, wenn es anfängt zu regnen. Ja, jetzt haben wir langsam mal das Auto gefunden. Bringt zwar trotzdem nichts, weil wir jetzt auf den Russen warten müssen. Russe! Der Schnitt vorbeigehen. Ja, der Schnitt. Oh Gott. Kein Bock mehr? Ich will nicht mehr. Fahren Sie nach Hause. Irgendwann mal, wenn der Russe mal auftaucht. Ja, wenn er fertig mit Wichsen ist, ne? Kein Bock mehr.